Mehr als 48.000 Eintrittskarten hat die Eintracht für das Spiel gegen Freiburg verkauft und die Zuschauer sind sicherlich gespannt auf Sebastian Rode. Der neue Alte, den die Frankfurter aus Dortmund zurückgeholt haben, steht auf jeden Fall im Kader. Und versteht man Trainer Adi Hütter richtig, wird Rode wohl auch von Anfang an spielen. Jedenfalls gab es regelrechte Lobeshymnen auf den Neuen. Ich bin sehr positiv überrascht, was jetzt seinen Fitnesszustand betroffen hat. Hat alle Trainings mitgemacht, hat sich unglaublich gut und schnell integriert. Die Mannschaft hat es ihm auch relativ einfach gemacht, haben ihn super aufgenommen. In den Spielen gegen Sao Paulo und Florida habe ich auch das Gefühl gehabt, dass er auch gesucht wird. Er ist ein Spieler, der aktiv am Spiel teilnimmt. Und von der Person Sebastian Rode brauche ich, glaube ich, nicht viel sprechen. Er ist ein Top-Profi, ist ein sehr bescheidener Junge und freut sich unheimlich, dass er jetzt wieder zurück in Frankfurt ist. Und wir werden morgen sehen, ob er von Beginn an spielt. Im Kader ist er auf alle Fälle. Mit großer Vorfreude geht er in die Rückrunde, sagt der Frankfurter Trainer, aber auch mit viel Spannung. Denn er weiß auch, wie schwer die Aufgaben sein werden in den nächsten Wochen. Und er warnt vor dem SC Freiburg, das sei eine sehr, sehr unangenehm zu spielende Mannschaft. Morgen spielt nicht Streich gegen Hütter, sondern Frankfurt gegen den SC Freiburg. Das wird man mal an erster Stelle platzieren. Und er ist sicherlich ein Trainer, der wie die Faust aufs Auge zum SC Freiburg passt und hat natürlich unglaublich viel Erfahrung. Ist ein Trainer, der seine Mannschaft von Anfang bis zum Schluss an der Linie nach vorne peitscht. Und ich versuche das vielleicht auf eine andere Art und Weise zu erreichen. Die Eintracht wird sicherlich auf Attacke setzen, das heißt alle drei Angreifer, die sogenannte Büffelherde, wird spielen. Ante Rebic, für ihn gab es großes Lob vom Trainer, er sei nun besser in Form als in der Vorrunde. Was auch dafür spricht, dass Hütter alle drei Stürmer aufstellt, ist, dass er mit Gonzalo Paciencia einen weiteren nun auf der Bank hat, ein Neuzugang, der nach langer Verletzung zum ersten Mal im Aufgebot stehen wird.